So, Hallöchen, da bin ich mal wieder. Wir haben den 31.07. um 8 Uhr und 3. Für mein Empfinden findet hier eine Steigerung statt. Im Moment befinden wir uns bei, na, im Moment sind es ständige 0,3, 0,4, 0,5 Millirad. Geiger noch mal kontrollieren, finden. Bisschen noch weiter nach rechts drehen, der Sonne mit. Mal ein bisschen kippen testen. Nach hinten. Nach vorne ein bisschen wieder zurück auf die gleiche Position. Der Schattenwurf und sein Kind. Wie gesagt, ne, Uhrzeit. 8:04 Uhr haben wir jetzt. 31.07. Wollhausen. Oho, Fallara, seht ihr was, das ich sehe? Das steigert sich schon wieder. So, das Power. Jetzt sind wir schon bei einem Millirad gelandet. Ja. Ja, das steigert sich, sag ich recht. Und heute haben wir glücklicherweise ein super Gimmick am Start, sag ich euch. Sag ich euch, sag ich euch. Hört ihr mich? Sag ich euch. Heute hat der Alexander nämlich jemand mit einem Auto dabei. Und soll ich euch sagen, was das bedeutet? Hä? Das wird den Zeitraum, der jetzt bleibt, in dem ich die Steigerungsrate hier erkenne. Jetzt befinden wir uns nämlich schon bei 0,5 bis 1 Millirad Torschuhe. Das bedeutet, jetzt haben wir 8:06 Uhr, dass wir dann hier demnächst den Koffer packen und dann werden wir mal die von mir vorher auf dem Zettel ordentlich geplanten Ziele anfahren. Weil dem Ganzen so im Jetzt habhaft werden, sage ich euch, das ist schon sehr anspruchsvoll. So, To-Do-Liste finde ich ganz gut bei so Sachen, ne? Wenn man, wenn es wichtig wird und man gern die Sicherheit der Funktion erfüllt, gibt es da klar Möglichkeiten. Immer sich selbst und das Geschehen und die Hand, hoppa, optimiert. So, wir bleiben jetzt so lange hier, bis die 2-Millirad-Warnstufe ein paar Mal erklingt. Das ist nämlich so schön ruhig hier im Hafen. Das Handy nehmen, einmal einen Kreis hier rumdrehen, damit ihr mal noch einen Blick von die, für hier für die Idylle und alles, ne? Ist schon. Das ist der Hafen von Wallhausen. Da hinten, dort, da ist die Marienschlucht und der Teufelstisch. Ja, wenn wir uns weiter drehen, das ist das Boot. Von Micha. Da hinten irgendwo ist Ludwigshafen. Da drüben ist irgendwo. Das ist Überlingen. Müsste das Sipplingen sein. Das da drüben ist
irgendwo kommt da Meersburg da hinten um die Ecke. Und hier vor uns da hinten irgendwo, da ist Dingelsdorf auf der rechten Seite am Ufer. Ja. So, hört ihr was? Ich höre hier etwas Tackerhaftes, erstaunlich, was mich. Oh Gott, ey. Wieder so ein Volltag. Ja, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? So, jetzt könnt ihr euch mal selber Gedanken machen. Ich erzähle euch mal und erkläre euch, wie ich gut und schlecht empfinde. Oh, das ist ja sehr schlecht. Jetzt die Strahlung steigt. Oh, das ist ja sehr gut. Jetzt zieht der Alexander heute den großen Arschtretstiefel an. Ja. Da hätten sie sich mal ein bisschen geschickter anstellen müssen. Die Strullis, sag ich dir. Ja, bei solchen Auffälligkeiten, sag ich dir, da ziehe ich dir so einen großen Arschtretstiefel an. Ja, bei so unverschämten Leuten, so schamlosen, wer tragt die Verantwortung für das Geschehen, das ich hier gerade dokumentiere? Gebt mir schon den Herzschlag hoch, sag ich euch. Hey, tok, 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 tok. Also, gut oder schlecht? Oh Gott, die Strahlung steigt, ist ja schlecht. Geil, Alter, die Strahlung steigt. Stroh streikt. Oh Gott, bam. Und damit ihr das nochmal in euer Bewusstsein mit aufnehmt, ein Millirad gegen 700 Millirad. Okay? Jetzt sind wir bei einem. Also wir sind jetzt 10-mal stärker als normal. Das ganze Ding geht jetzt aber dann hoch, bis wir nicht bei 10-mal stärker sind, sondern bei 1000-mal stärker. Und die Einflussnahme von radioaktiven Gasen, mit denen man sich über die Atmung kontaminiert und die in dem Zusammenhang den Körper mit Aluminium verseuchten Körper mit der Kombination der Radioaktivität vergiften und eine Masse an verschiedenen Krebsen. Alter, ja, das packen wir gleich ein, sage ich euch. Ja. Großes Gruselkabinett. Jetzt müssen wir mal geschwind ein zweites Video zum Verschicken drehen. Wir haben ja gesagt, wir bleiben hier, bis der Warnton angeht. Da ist jetzt gleich soweit. So, so, so. Und schwupp und schnapp und klick und zack. Die Uhrzeit und der Wind. 8:11. Schönen guten Morgen, wir haben 8:11 Uhr, ich werde nervös, die Strahlung steigt, wir haben den 31.07., wir sind im Moment bei 3 Millirad, also schätze ich mal, das wird genauso abgehen wie gestern, das ist die Warnschwelle für 2 Millirad. Bleibt bitte drin, macht den Vorhang vor. Tschüss! Jetzt werden wir die Warnschwelle mal. Hier bleibt es dann irgendwann dauerhaft an. Dann machen wir mal da hinten noch ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Und jetzt bleibt sie an. Jetzt haben sie auf jeden Fall mitbekommen, dass hier was piepst. Jetzt machen wir die nächste Warnschwelle an. So, dann müssen wir gehen. Morgen. Darf ich euch was zeigen, geschwind? Habt ihr mal Lust? Wisst ihr, was das ist? Ein Geigerzähler. Ja. Von der Bundeswehr. Ja. Ihr steht hier im koronaren Massenausbruch von der Sonne und werdet mit radioaktivem Gas verseucht. Das Ding ist jetzt im ersten Modus. Ja.
Und ich schalte ihn jetzt im Laufe der nächsten halben Stunde. Moment, ich muss mal den Alarmton ausschalten. Geht der hoch bis auf 0,7 Rad, das ist 7000-fach stärker als der normale Auswurf. Ne? Mhm. Und die schwächen das Erdmagnetfeld technisch ab. Ja, und das ist Corona. Und wenn ihr hier stehen bleibt, ihr das Zeug durchdringt Lunge und Muskel. Ja, ihr atmet radioaktives Gas ein. Ich empfehle euch, aus der Sonne zu gehen gleich. Das machen sie jetzt seit einer Woche. Das habe ich letztes Jahr eine Woche am Stück dokumentiert. Ja. Vom 3. bis zum 9. April und dieses Jahr vom 22.07. bis jetzt. Ja. Anspruchsvoll, sag ich dir. Und zum Überprüfen empfehle ich halt eben am besten einen eigenen Geigerzähler besorgen. Das ist das Massenmord, was hier läuft, sag ich dir, im ganz großen Stil. Da kann Hitler und Mao Zedong und wie sie alle heißen, Idi Amin, die können sie alle einpacken. Ey. Ja. So, und ich gehe jetzt ein paar Leute informieren und wünsche euch einen schönen Tag. Ey. Gerne. Tschüss. So. Im Schatten haben wir jetzt hier ganz entspannt schon 100 Millirad, wo ich weglaufe von der Sonne. Jetzt drehe ich den mal um. Ja. Himmel, Sonne seht ihr. Jetzt haben wir hier ganz locker schon 300 Millirad. 300 Millirad sind 3000-fach höher als normal.